Wie war unser erster gemeinsamer Tanz? Ich habe das sehr genossen. Ich auch, ich fand's schön. Es war ja sehr romantisch. Stimmt, diese ganze Anmutung und so in dem Kleid und so, war ja alles sehr Prinzessinnen und märchenhaft. Ich bin mir sicher, dass in dir nicht nur eine nette Christina steckt, sondern vielleicht eine feurige, eine böse. Es gibt nicht immer nur die nette Christina, es gibt auch mal die, die wütend ist. Hast du wieder am Boden geschaut? Ja! Die mal verzweifelt ist, die Party macht. Und das alles möchte ich jetzt versuchen zu zeigen. 5, 6, 7, 8. Was zeigen wir denn heute? Einen Jive zu Ricky Martins Livin' La Vida Loca. Auf Deutsch, lebe das verrückte Leben. Ja, die Sau rauslassen werden wir wirklich. Klar. Aber ich habe viel zu viel Geschwindigkeit. Was ist denn das? So oft wie wir den Jive tanzen, das strapaziert extrem meine Nerven, weil irgendwann geht dir einfach die Kraft aus. 6, 7, 8. Was, wie? Die Muskeln machen das nicht mehr mit und trotzdem heißt es, komm noch einmal, komm noch einmal. Machen wir es nochmal? Machen wir einen Durchlauf noch? Geht schon. Oh. Nur noch einmal, nur noch einmal. Und wenn er sagt, nur noch einmal, kann ich davon ausgehen, dass wir es noch 8-mal machen. Noch 4-mal. Mindestens. Aber ich liebe Party machen und herumhüpfen und feiern. Herumhüpfen liebst du. Und das werden wir heute machen. Machen wir es einmal noch. Sowieso machen wir es einmal noch. Panel 2 tanzt Jive. Hier sind Christina Enhoff und Dimitar Stefan. Christina und Dimitar mit Co. Bisschen Wasser, bitte. Ja, natürlich. Ach, wie immer. Ein bisschen Wasser. Ein staubtrockener Mund. Das kann ich verstehen. Also da fetzt ein Song zum Party machen auch. Und ich finde, wann sollte das besser gelingen als in deinem Geburtstag? Happy Birthday, alles Gute danke. Zum Geburtstag. Danke, sie danke. Feiert mit uns Geburtstag. Das erste Mal 18 heute. 18, oder? Ja. Für immer 18 sind wir alle im Herzen, für immer 18. Du hast den Jive wirklich in dieser Woche immer und immer und immer bis zur Erschöpfung getanzt. Wie froh bist du, dass das jetzt so hinter dir ist? Ich wollte gerade sagen, ein bisschen froh bin ich schon, weil es ist so anstrengend. Ich glaube, ich habe seit meinem Sportstudium, und das liegt schon 12 Jahre zurück, nicht mehr so
anstrengenden Sport gemacht. Aber es macht ja auch viel Spaß. Also ich will ja nicht nur meckern, es ist wirklich cool. Und es schaut auch cool aus. Also man schaut sich es an und ich finde, du hast das ganz, ganz großartig gemacht. Maria. Yes, also wenn eine junge, hübsche Dame so schnauft nach dem Tanzen, dann hast wirklich, sie hat alles gegeben. Also, zu letzter Woche, das ist einmal komplett vorbei. Standard, du bist eine absolute Lateinbiene. Hallo, sensationell, yes. Latin Girl. Christina Latino. Genau. Ja. Sehr schöne synchrone Teile. Super wirklich die Stimmung vom Jive aufs Parkett gezaubert. Für mich persönlich hat mir minimal die Swing-Hüfte gefehlt. Das heißt, da würde ich mir wünschen, dass einfach die Hüfte zum Schluss vom Chassé noch ein bisschen mehr auspendelt. Aber das war absolut das Party-Feeling. Und auch bei euch zwei zu letzter Woche absolute Steigerung. Danke. Hast du auch mehr Spaß bei Latein? Kannst du das jetzt schon sagen nach der kurzen Zeit? Ja, es macht mir schon Spaß. Also wir haben gesagt, bei diesen Szenen, wo ich aus mir rauskommen soll, soll ich mir meine beste Freundin vorstellen. Liebe Grüße, Jelly. Und das habe ich getan und habe mir gedacht, wir machen einfach gemeinsam Party. Carina. Ja, also das war auch das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Latein steht Ihnen einfach viel besser als Standard. Sie sind der Typ dafür und sehr, sehr prädestiniert, sehr zackig. Ich wünschte mir noch ein bisschen höhere Beine, ja, und schnellere in demselben Tempo. Und Sie haben es nicht leicht mit Dimitar, weil er ist sehr gut. Und wie hoch er das Bein, das gewogene Bein kriegt und wie schnell er es wieder ausstreckt, Sie müssen da mithalten. Oder Dimitar, du musst ein bisschen runter, das Niveau runter. Okay. Ja. Aber ich muss dir auch ein Kompliment machen. Das Choreo war maßgeschneidert auf Christina. Und ihr habt einfach toll ausgeschaut. Auf jeden Fall eine Steigerung. Top-Leistung. Danke. Danke sehr. Bolasch, hast du diesen Blick gesehen? Der war dir gewidmet zu Beginn. Wenn es so war, dann habe ich das natürlich gesehen. Daher frage ich dich, willst du das Gute oder das Schlechte zuerst? Geburtstag, was sagst du? Du hast Geburtstag, kannst du es aussuchen? Gar nichts. Das Gute zuerst hätte ich. Das Gute zuerst? Ja. Echt? Schade. Na, dann fangen wir mit dem Negativ an. Dein Schwerpunkt war ein bisschen tief unten. Du hast ein bisschen wenig Body-Rhythm gehabt für diesen Jive. So, fehlte vielleicht der Kraft oder ein bisschen der Technik, dass du vom Boden ein bisschen auch wegkommst, weil das macht Rock and Roll und Jive aus. Das Gute ist, und jetzt sei richtig beim Guten, und das ist eine gute Nachricht, nicht nur für dich, sondern für uns alle, die diese Sendung mögen und zuschauen, dass es in Christina nicht nur eine nette Person, sondern glaube ich ein bisschen was anderes auch noch steckt. Und wir sind wahnsinnig neugierig, diese neue Christina kennenzulernen. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Danke der Jury und danke euch. Danke. Und jetzt mit ganz großen Schritten zum Norbert. Ja, nach dem Jive wollen die beiden natürlich noch einen allerletzten Sprung machen, nämlich den in die nächste Runde. Dafür anrufen 09010 59 0902. Christina Latinhof, das wirst nicht mehr los, du. Du, auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ja, und deswegen gibt es auch heute Spezial frisch gepresst. Warte, ich muss noch ein bisschen... Danke. So, pass auf. Da kommt was frisch gepresst. Ja, ich hoffe, ich schütze nicht aus. Danke, Norbert. Ja, wenn es geht, kommt da was. Ja, okay, das reicht. Ja, so, vielen Dank. Du, man merkt schon, gell, Jive, das ist ein bisschen mehr Sport. Das liegt ja dann schon wieder ein bisschen mehr, oder? Ja, natürlich. Ich meine, wie gesagt, ich bin sportlich und ich dachte das auch vor der Sendung, dass ich irgendwie eine gute Kondi habe und sportlich bin. Ja, aber das bringt dich so sehr an die Grenzen. Und dann musst du halt noch während dem Schnaufen immer ein freundliches Gesicht machen. Manchmal auch ein sexy Gesicht. War alles dabei heute, finde ich. Ja, aber das ist schwer. Ein bisschen was weiß ich über dich. Du warst ja schon als Kind Handballerin mit 6 Jahren. Was hast du für eine Position gespielt dort? Ich war Kreis und Flügel.
Kreisläuferin. Mhm. Na gut, das machst du ja bei uns heute. Das machst du bei uns jetzt auch. Kreislaufen, das ist, kommt bei uns auch vor. Warum hast du aufgehört mit Handball? Nein, ich habe so mit 13, 14 aufgehört, weil es halt dann wirklich immer Richtung Profisport gegangen ist. Und die Schule... Es war dann zu anstrengend. Es hat mich alles ein bisschen zu viel gefordert. Und dann machst du bei uns mit. Ja, ja, ich bin gerne gute Entscheidung. Hier. Dann Sportwissenschaften studiert. Ja. Du hast wirklich was Anständiges gelernt. Und dann wirst du Moderatorin. Ja, aber das ist ja das Schöne, also aufgrund des Sportstudiums habe ich auch den Weg in den Sportjournalismus gefunden. Ich wusste schon zu Schulzeiten, ich möchte gerne moderieren, das liegt mir, ich habe Spaß dran und durchs Sportstudium bin ich auch wirklich in die Sportrichtung gekommen, zu meinem ersten Casting für eine Fußballsendung und so und ist der Weg dann gegangen. Bist du dabei und wir sind sehr froh darüber. Jetzt geht es aber um Tanzsport und deine Leistung heute hier bei uns bei Dancing Stars. Hier kommen deine Punkte. Miriam, bitte. Kreis und Flügel, ich glaube, da wachsen jetzt gleich Flügel, was die Punkte betrifft. Carina. Naja, halten Sie noch mit Ihrem Partner ein bisschen besser mit. 7. Danke. Danke. Bolasch. Mit einem netten Blick bin ich noch nicht zu kaufen, aber das ist auf einem guten Weg. 6. Danke. Danke. Maria. Also ich finde, der Chef war heute sehr, sehr schön, von mir 7. Danke. Das sind 20 tolle Punkte für den Scheif. Das sind 2 mehr als letzte Woche. Ja. Die nehmen wir mit. Und gerne. Den Orangensaft auch. Dankeschön. Gell?